Hallo da draußen und herzlich willkommen auf der Karibikküste Costa Ricas. Ja, wir sind endlich wieder hier. Fast 4 Jahre hat es gedauert, bis wir wieder hier sein durften und wir freuen uns gerade mega. Ja, richtig, ist fast Aufregung. Ja, also es ist komisch, wenn man hier reinfährt und man erkennt alles wieder, weil einige von euch wissen ja, wir haben 2016 3 Monate hier verbracht an der Karibikküste Costa Ricas. Und genau in dieser Gegend sind wir wieder. Ja, und das freut uns natürlich besonders, weil hier kennen wir uns ziemlich gut aus und natürlich auch ein paar richtig coole Spots, die man hier sehen sollte, wenn man an der Karibikküste ist. Ihr habt ja schon gesehen, wir standen vorhin an einem richtig geilen Strand. Der Gedanke war da zu übernachten, aber ich rate euch, wenn ihr an die Karibikküste kommt und ihr müsst hierher kommen, aber nicht wild campen. Ja, weil es ist nämlich so, generell ist es ja hier in Costa Rica ziemlich gechillt, sage ich jetzt mal, was das Thema Freistehen und Wildcampen angeht. Da sind die Ticos sehr offen und das stört auch nicht wirklich jemanden, dass man das hier macht. Sogar mit diesem ganzen Dachzelt-Setup fällt man ziemlich auf. Also ihr müsst damit rechnen, wenn ihr so auftaucht und campen wollt, ihr werdet angesprochen, aber nicht im negativen Sinne. Auch wenn ihr in der Nachbarschaft von Häusern steht. Also das ist normalerweise kein Problem. Die Leute kommen eher auf euch zu, quatschen euch zu. Ihr könnt Fragen stellen. Ihr seid sofort in diesem Pura Vida drin. Mhm, also ja. Richtig cool. Also die Leute sind, wie gesagt, sehr, sehr nett und offen auch zu diesem Thema. Allerdings hier an der Karibikküste ist es ein bisschen anders. Es wird abgeraten, sogar von Nomad America, also der Dachzeltvermietung, an den Stränden wild zu campen, weil hier ist es nachts dann alleine am Strand nicht ganz ungefährlich. Da laufen ein paar Verrückte rum manchmal. Für Einheimische ist es wahrscheinlich okay, aber wenn wir hier mit so einem schicken Teil, mit so einer coolen Chimney, Dachzelt und unserem ganzen Equipment da rumstehen, ist es zu gefährlich. Wir haben das auch nochmal nachgefragt, an dem schönen Strand eben, da haben wir mit dem Fischer geredet und den einfach mal gefragt, wie wäre es, wenn wir hier schlafen würden, und der hat gesagt, no sleeping here, loco people, peng peng, und das hat mir gereicht. Also ja. Dann haben wir gedacht, okay, das wurde bestätigt, wir werden es dann einfach nicht machen, weil wir wollen uns ja auch nicht in Gefahr bringen und auch nicht das Fahrzeug, was uns überhaupt nicht gehört. Tagsüber ist hier alles gechillt, alles pura vida, kein Problem, ihr müsst euch diese Gegend ansehen. Es sind meiner Meinung nach Costa Ricas schönste Strände. Ja, aber nun fragt ihr euch vielleicht, okay, wenn ich jetzt hier nicht wildcampen darf, was mache ich dann? Wie kann ich das lösen, dieses Problem? Auch kein Problem. Also fahrt einfach mal ein Hostel an. Ihr könnt das ja mal über Internet abchecken, ob das Hostel irgendwo einen Parkplatz hat oder so. Fragt da drin nach, dann kommt wieder die Pura Vida Geschichte. Ihr könnt garantiert dort irgendwo auf dem Parkplatz stehen und ihr steht safe. Da ist meistens ein Tor, das wird geschlossen und dann ist alles cool. Meistens, ihr habt dann auch noch Vorteil, ihr habt meistens eine Dusche, Zugang zu einer Küche und. Also Hostel und ihr macht Camping. Ja. Richtig cool. Natürlich muss man dafür dann auch was Kleines zahlen, aber in der Regel ist das recht günstig hier. Also $5 bis $10 seid ihr dabei. Also nicht richtig zu vergleichen cool mit europäischen Stellplatzpreisen. Also die sind hier wirklich alle richtig cool drauf. Ja, und ihr fragt euch jetzt bestimmt, wo wir hier rumstehen. Ja, also es ist kein Campingplatz, weil sowas gibt es hier, glaube ich, überhaupt nicht an der Karibikküste. Wie gesagt, wir waren ja schon mal vor 4 Jahren hier und wir kennen ein paar Leute. Da haben wir uns auch wieder gemeldet und das war kein Problem. Wir stehen auch hier in einem Haus im Vorgarten. Ja, und, also es ist ein unbewohntes oder unbelegtes Airbnb zurzeit. Also hier hat keiner eingecheckt und keiner gebucht. Und die haben dann gesagt, okay, wenn ihr wollt, stellt euch einfach in den Vorgarten. Die sind dann auch immer froh, wenn irgendjemand an diesen Häusern ist. Dann sind die halt auch belebt und dann steht auch keine Gefahr, dass da irgendwas passiert. Es ist umzäunt, wir haben ein Tor zum Ein- und Ausfahren. Also hier stehen wir fühlen uns auf jeden Fall hier sehr sicher. Wie gesagt, und wir, weil wir jetzt vor 4 Jahren schon 3 Monate hier waren, kennen wir uns richtig gut in dieser Gegend aus und wir nehmen euch die nächsten Tage einfach mal mit auf Reisen. Ganz genau. Aber sollen wir den Leuten auch noch unsere geile Terrasse zeigen? Wir haben nämlich jetzt hier an diesem Airbnb, also ins Haus
rein kommen wir nicht, das wollen wir auch gar nicht. Aber uns wurde angeboten, wir dürften die Terrasse nutzen. Da gibt es nämlich Hängematten, Tische und Stühle. Und ja, die haben gesagt, wir dürften das sehr gerne nutzen, wenn wir das möchten, weil da hat man auch eine richtig schöne Aussicht auf den Dschungel. Wir zeigen euch das jetzt einfach mal. Also wir machen Glamping sozusagen. Ganz genau. Und ihr wisst Bescheid, wenn ihr hier in der Gegend seid, fragt einfach in Hostels nach oder beim Airbnb oder irgendwo einer, der Platz hat, der lässt euch hinters Tor und ihr dürft da übernachten und dann ist es kein Problem und dann ist es kein Camping mehr, dann ist es Glamping. Ja, und wenn gar nichts geht, bucht euch einfach ein Zimmer. Die gibt es ja auch schon ab 5 Dollar die Nacht. Also alles kein Thema. So, jetzt geht's los. Kein Glamping ist. Wieder unterwegs und zwar geht es heute nach Kauita, weil dort befindet sich der Nationalpark der Karibikküste und das ist für uns einer der schönsten Costa Ricas. Ich habe keine Ahnung, wie viele Nationalparks es hier im Land gibt, es sind ziemlich viele, aber hier an der Karibikküste ist halt der Kauita Nationalpark einer der bekanntesten und da nehmen wir euch heute mit. So, wir sind im Kauita Nationalpark angekommen. Ja, haben gerade eingecheckt und im Gegensatz zu anderen Nationalparks hier in Costa Rica braucht man hier kein fixes Eintrittsgeld zu bezahlen. Es basiert alles auf Spenden. Das heißt, man kann zahlen, was man möchte. Also ich würde schon was da lassen, denn so Parks brauchen immer Unterstützung. Was noch zu erwähnen ist, es ist Sonntag und sonntags sind die Ticos unterwegs. Ja, dann ist Badetag hier, also die halten sich hier vorwiegend an den Stränden auf. Das ist der erste Teil des Nationalparks, danach wird es vielleicht ein bisschen ruhiger, mal gucken. Aber grundsätzlich überall an Stränden wird sonntags gegrillt, die ganze Familie bringt den ganzen Hausstand mit. Ja. Wie ihr hier hinter mir sehen könnt. Ja, hier ist alles purer wieder. Ja, also die Ticos, die nehmen es gelassen, vor allem auch sonntags. Dann wird ein bisschen gechillt und gefeiert. Und es ist immer lustig, wenn zwei Dämels mit einer Kamera herumlaufen.
Ja, wir haben jetzt eine Strecke vor uns, die ist 9 Kilometer lang und nach 3,5 Kilometer, glaube ich, da gibt es einen Checkpoint, den müssen wir vor 2 Uhr mittags passiert haben, dass wir auch heute Abend wieder aus dem Park raus sind, dass wir das schaffen, die ganze Strecke. Also, wir besuchen jetzt die Natur. Wenn man in so einem Nationalpark unterwegs ist, dann ist es nicht zwingend notwendig, dass man diese ganze Strecke wie einen Marathon abläuft und vielleicht auch die Strecke nutzt, um sich miteinander groß zu unterhalten. Also am besten, man ist einfach still, man stellt sich einfach irgendwo hin, setzt sich irgendwo hin und lässt das Ganze mal auf sich wirken und beobachtet. Weil dann kommen die Tiere auch ganz von alleine und man braucht keinen teuren Guide zu zahlen, der einem die zeigt.
Leute, ich bin geschafft. Puh, ganz schön anstrengend, so eine Nationalparkwanderung. Boah, wir werden jetzt so um die, keine Ahnung, 15, 16, ich schau das mal nach, Kilometer gemacht haben. Ja, ganz bis zum Schluss, also One Way 9 Kilometer haben wir nicht gemacht, sonst hätten wir das mit dem Checkpoint nicht mehr geschafft, gegen 2. Aber wir haben eine gute Strecke vom Nationalpark hinter uns gebracht. Ein paar Mückenstiche haben wir auch mit erwischt wieder mal, aber das gehört ja halt dazu. Ah, das Ganze bei gefühlten 35 Grad. Ja, aber es war wunderschön. Also wir haben ein paar Äffchen gesehen, ich weiß gar nicht, Einsiedlerkrebse, ich habe keine Ahnung, viel haben wir gesehen. Das kann man gar nicht alles in Worte fassen, auch diese Natur. Das müsst ihr euch einfach selbst anschauen. So, und für uns geht's jetzt zurück. Ja, und zurück zu unserem Campspot, den wir ja da haben. Und ich glaube, dann wird mal was gekocht, weil ich habe jetzt ganz viel Hunger. Ich habe riesen Hunger. Ganz genau. Aber vorher holen wir uns noch eine Portion Internet. Ja, weil das ist gleich alle. Genau, suchen wir uns noch einen kleinen Shop, wo wir das auftanken können und dann geht's was essen. Okay, los geht's, komm. Internet läuft, wir können weiter.